wir kommen mit 3 Ks, Kommunikation, Kirche, Kaffee, zum Gespräch und Begegnung. Wir haben überlegt, wie können wir in Kontakt kommen mit Familien, die nicht zu uns kommen, und wussten nicht so recht, wo ist der Ort, wo wir Familien treffen. Und daraus kam dann die Idee, wir müssen irgendwie beweglich sein. Es ist ein italienisches Auto mit netten Leuten, mit einer tollen Kaffeemaschine. Wir haben unseren Strom dabei, unser Wasser, unsere Kühlung, unsere Möbel. Familien eigentlich mit Kindern im Kleinkindalter und bis Anfang Grundschule, das sind hier unsere Hauptgäste. Ich finde das eine ganz tolle Idee, weil man kommt hier einfach hin, kann ein bisschen beim Kaffee zusammen plaudern. Die Kinder trinken den Milchschaum, der ist auch sehr begehrt. Also es gibt manche, die sagen, wir warten schon auf euch oder wir kommen nächsten Dienstag wieder oder wir gehen eher auf den Spielplatz, aber dann gehen wir am liebsten dienstags. Seitdem ist es hier nicht mehr so langweilig auf dem Spielplatz, so für die Mütter auch. Gerade heute hatte ich wieder Leute, die sind neu zugezogen und sagen, ja, ich habe schon mal irgendwo ein Bild von dem Auto gesehen oder habe gehört und erlebt es heute zum ersten Mal. Kaffee und auch unser Tee oder Kakao ist alles in Bio-Qualität, ist alles fair gehandelt. Das ist auch was, dass die Leute sagen, boah, euer Kaffee schmeckt aber auch richtig gut. Da hat man auch Lust, wiederzukommen, da hat man auch Lust, ein bisschen länger zu sitzen. Die Leute sehen auch, wir haben schönes Geschirr. Also es ist alles auch so ein bisschen, ja, manchmal so, wie man eben sich nicht katholische Kirche vorstellt. Nicht verstaubt, nicht altbacken, sondern hat was. Wir geben alles auf Spendenbasis ab. Jeder gibt, was er hat. Der eine mehr, der andere weniger. Es reicht, um unsere laufenden Kosten zu decken. Ja, ich finde es einfach ein tolles Gefühl, auch eine andere Facette von Kirche zu zeigen. Dass Kirche eben nicht nur das Gebäude ist, was immer weniger von den Leuten besucht wird, sondern dass es auch andere Möglichkeiten gibt, christlichen Glauben zu leben, auf die Leute zuzugehen, in Kontakt zu treten. Und es finden auch sehr interessante Gespräche vor Ort immer statt. Nicht nur um Gottesdienste, sondern auch Glauben im Alltag. Ja.